Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Let's Play Thief. Oh yeah. Und ich komme da immer noch nicht ran. Warum nicht? Und es funkelt mich so an. Fick dich doch ins Knie, ey. Naja, gehen wir mal raus. Dieses Mal durch das richtige Fenster, versprochen. So, und zack. Problemo gelöst. So, und jetzt müssen wir nur noch hier rüber schleichen. Ich meine, wer verbindet eigentlich seine Terrassen miteinander? Wie doof kann man eigentlich sein? Kundenauftrag, Schweigen ist Gold. Okay, das scheint etwas Größeres zu sein. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, was der Scheiß soll. Mal gucken, wir holen uns erstmal die Kehle des Roboters und vermutlich noch Dutzende andere Teile von ihm, weil ich denke, dass wir den Roboter irgendwie zusammenbauen. Wenn hier einer reinkommt, kannst du dir dein Geld mit Singen in der Kneipe verdienen. Ist das klar? Natürlich, Sir. Scheiß Kerl. Einer meiner Zähne wackelt. Hoppla. Wir haben einen Was hab ich da gemacht? Fünf Goldstücke, dass ich. Am Arsch. So. Du machst mich nur noch wütender. Komm raus. Ganz langsam. Na, Köterle. Ich finde niemanden. Okay, das war vielleicht ein bisschen dämlich. Wir laden nochmal neu. Ich wollte eigentlich die Flasche von oben auf ihn runterwerfen. Aber ich habe die falsche Taste gedrückt und bin runtergefallen. Na gut. Gucken wir mal, was bringt das, wenn ich das darauf fallen lasse. Wegen der Schwermut gibt's kaum noch Bärengruben und Hundekämpfe. Auf dem Fluss habe ich geruht. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding hinfällt. Ich werde mir deinen Kopf holen. Ich bin getroffen. Nein, ich darf meine. Ach, das war ein Seilpfeil. Nee, 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 nee. Tut mir leid, Leute, aber Spaß in Ordnung, aber Seilpfeile sind mir heilig. Seilpfeile sind mir so heilig in diesem Spiel, weil ihr habt die Folge nicht gesehen, aber das war der Horror für mich, diese Seilpfeile zu besorgen. Deswegen kann ich es einfach nicht zulassen, dass ich Seilpfeile verbrauche. Wir nehmen mal den hier wieder, oder? Warte. Ah, komm, stumpfer Pfeil. Und den haben wir ja genug. So, nehmen wir erstmal das. Löschen diese Kerze. Und jetzt machen wir mal ein bisschen auf A Serious Guy. Da können wir sowieso gleich durch. Und nehmen die Flasche hier. Denn ich möchte ihm gerne was gegen den Kopf werfen. Auf dem Fluss habe ich gerudert. Meine wahre Liebe wollte ich finden. Bleib stehen, Freund. Bleib stehen. Ich bin getroffen. Ich brauche Hilfe. Akzeptiere das Unvermeidliche. Ergib dich. Na komm, ein Pfeil jagen wir ihn noch durch den Kopf. Na gut. Ist nur ein Kratzer. Ich krieg dich. So, wir wollen ihn ja nicht umbringen. Fünf Goldstücke, dass ich dich finde. So. Ach, wir müssen jetzt zu ihm runter. Das war ja unschlau. Auf jeden Fall nicht sehr intelligent. Achso, da hinten läuft er rum, ja? Das ist der Köter. Wir machen einfach mal die Tür auf. Du machst mich nur noch wütender. Ah, wir haben einen Schatten erstellt. Hier ist niemand. Ah, interessant. Kann ich nicht den Köter ausschalten?
Wo ist denn der Typ hin? Gerechte Löhne sind in dieser Stadt so selten wie Morix. Das war tief. War kein Problem, wir sind hier. So, ist das Licht? Wenn das Licht ist, mache ich es nicht. Was bringt es, einen Schalter einzubauen, der Licht anschaltet und nicht ausschaltet? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Ich friere. Ah, was war das? Ist jemand hier? Ach, das ist der da oben. Ich hab was gehört. Oder ich brauch mehr Schlaf. Du brauchst wahrscheinlich mehr Schlaf. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Diebe und Grabräuber. Verdammte Aasgeier. Allesamt. Trotz sehr stau. Arbeit. Aasgeier oder Mistkerl. Du sagst es. Oh, da sind aber viele. Angeblich kriegen Wachmänner 2 warme Mahlzeiten, ne? Wer hat das nicht ausgemacht? Wenn er es wieder anmacht, ne? Dieb! Stopp! Ich hab gar nichts gemacht. Verschwinde, verschwinde! Ich bring dich um. Na. Das ist kein Schrank. Gleich hab ich dich. Das war ja mal fail. Stell dich. Komm schon. Diese Drecksfalle gerade, ne? Denk an das Geld, das er uns einbringen wird. Ergib dich, Mann! Ich brauche das Geld! Das ist der oben, ne? Genug! Hier ist niemand! Die Sache bleibt... Was soll denn das? Wieso kann ich sie nicht mehr exekutieren hier? Das finde ich jetzt aber schwul. Der hat mich ja wohl überhaupt nicht gesehen. Okay, jetzt haben wir... Ja, ist ja gut. Jetzt haben wir schon 2 umgebracht. Naja, das hätten wir auch schlauer lösen können. Aber ich lade jetzt nicht extra das Spiel für so einen Scheiß. Das muss ja nicht sein, ne? So, durch die Tür können wir durch. Da können wir durch. Hier ist irgendwas noch drin. Oh, ein Brieföffner, ja. So, Alter, wie... Wie hoch denn noch? Das gibt's doch nicht, ey. Alles nur, um an diese Scheißtruhe ranzukommen. Ich weiß, wo verstaut er eigentlich die ganzen Sachen, die er klaut? Jetzt mal ganz im Ernst. Da geht's lang, ja? Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter? Nur eine Vase und... Aha. Weißt du, hier gibt's keinen Lichtschalter, das ist ja fies. Okay, anscheinend gibt's in diesem Raum hier den Auslöser. Beziehungsweise den Ausschaltknopf. So, lassen wir den mal schlafen. Oh. Perrys Notizbuch. Lieferung anonym. Dieb, Kehlkopf aus Metall, abgeschlossene Geschäfte, Jack T, 6 Schwerter, hast du nicht gesehen. Das brauchen wir jetzt nicht durchlesen. Der Kaffee hier schmeckt wie Abwasser. So, und das nehmen wir noch an uns. So, jetzt kann ich auch endlich mal an die Truhe rangehen. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, ein Schrank. So, nehmen wir das mit. Leer, wunderschön, ja.
Sammlerstück. Ein schönes Stück. Dann lass uns hier mal verschwinden, Garrett. Jedenfalls teilweise. Hier gibt's bestimmt noch viel zu erkunden. Das war die Geschichte. Da ist auch noch ein Raum. Aber wir nehmen erstmal, bevor wir uns hier ein bisschen damit beschäftigen, nehmen wir uns... Verdammt, ja, ist gut. Kalt heute nehmen wir uns mal die Truhe und das hier, was ich nicht geklaut habe. Ganz seltsam. Wieso habe ich denn hier nicht alles geklaut? Ah, stimmt. Ich dachte, das wäre ein Wandschrank gewesen. Stimmt, stimmt, stimmt. So. Diese verdammte Stadt. So. Und so. Was haben wir denn hier so Schönes? Oh, ein Armreif und ein Portemonnaie. Hat sich ja gelohnt. Total. Ich muss schlafen. Als nächstes schauen wir mal auf die Karte. Also. Hier ist unser Quest, aber wo führt uns das hin? Da schauen wir mal vorbei. Indem wir durch die Tür hier einfach gehen. Schloss knacken. Der Kaffee hier schmeckt wie Abwasser. Ah, das ist ein alternativer Weg. Glaube ich. Wir hätten auch durch die Tür hier gehen können. Wir knacken das jetzt einfach mal, einfach nur, um alles hier hingekriegt zu haben. So. Ja, da sind wir runtergefallen. Okay, das ist der Anfang. Dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Wahrscheinlich noch ein alternativer Weg. Der vielleicht noch einfacher war als die anderen beiden. Das hat anscheinend sehr viel Sinn gemacht. Okay, wir gehen jetzt mal hier durch. Ja. Wozu auch eine Tür benutzen, wenn man sich durch einen Schacht durchzwängen kann? Ja. Zwei alternative Wege in diesen Raum rein, bestimmt. Tja. Sehr sinnvoll, wenn man vorher alle umgebracht hat, ne? Herzlichen Glückwunsch, Zero. Du hast gerade sehr viel Zeit verschwendet. Ja. Da haben wir schon wieder. Wir haben wieder so viel Geld, aber diesmal können wir nicht viel damit anfangen. Geschäftsregister? Naja. Auch nicht viel mehr. Nö. Nö. Ein bisschen Tinte und... Ah. Klauen ist da was Wunderschönes. Weißt du? Ach so. Ich dachte, es wäre ein Knopf oder so. Na toll. Und ich habe mich gefreut, dass ich irgendein Secret gefunden habe. Und dabei ist es ein Scheiß. Hallöchen, Tiergemälde. Muss doch echt krank sein, um sowas zu zeichnen, oder? Ich würde mir sowas niemals ins Zimmer hängen, ey. Das nehme ich mit. Ist ja krank. Ist ja abartig. Die Anmut der Unsicherheit, ah ja. So, was haben wir denn hier? Sieht momentan recht safe aus, ne? Hm. Nein, ich wollte weg. Gut, dann knacken wir einfach mal das Schloss. Das wird ja nicht so schwer sein. Ja, das geht so, ne? Ja. So. Ich frage mich, wie lange wir noch verwundet sind. Ich meine, sind wir Bluter oder wozu tragen wir noch das dreckige Ding? Naja. War das wirklich alles? War das eine Mikrowelle? So, aber... Was ist das Ding, das Kirchenzieher? Das gefällt mir gar nicht. Irgendwas wird gleich passieren. Und obwohl ich es weiß, werde ich es jetzt öffnen.
Aber bevor wir es öffnen, werde ich die Folge beenden. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Haut rein, euer Zero. Tschüss.